Yo, ihr Menschen da draußen. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Attack of the Bee Team. Ich muss gerade wieder erstmal mein Mauspad richten, deswegen ganz kurz so geruckelt. Ja, ohne groß irgendwie diesmal was zu sagen, fangen wir direkt an. Ich will ja diese Folge hier unten mal so meine, mein, ja, mein Garten, mein Chill-Out, Ecke bauen. Dazu muss hier aber erstmal die Treppe, finde ich, gemacht werden. Dazu brauchen wir Stein und den werden wir uns jetzt erstmal holen. Ja, ich habe vorhin, um es mal einfach so zu sagen, einen Antrag oder beziehungsweise einen Auftrag gegeben, mein Intro in Auftrag gegeben. So, jetzt habe ich es. Und ja, das macht mir jemand aus dem momentanen Netzwerk, also steht da noch nicht so wirklich das Netzwerk jetzt, aber so grob haben wir schon entschieden. Ja, wir sind jetzt ein neues Netzwerk. Da kann ich eigentlich diese Folge auch mal ein bisschen was zu erzählen. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo das war. Hier. Ja, denn der macht so Intros und da habe ich den eben mal so gefragt, ob er mir da mal eins machen könnte. Denn ich hatte ja vor langer Zeit schon mal eigentlich eins in Auftrag gegeben, nur da kam nie irgendwie. Ja, da kam eben nie was. Und ja, stelle ich mir eben so vor, dass quasi die Schrift, also GloobTV, durch so Rauch gebildet wird. Und dann, wenn die Musik so richtig geil so droppt, dass dann quasi die Schrift zersplittert in so, ja, in so Würfel eben, ne? Blau-lila Würfel, mein Markenzeichen, sage ich mal, diese Würfel. Hätte jetzt wahrscheinlich niemand gedacht. Aber ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Mal gucken, was draus wird. Ich bin mal echt sehr gespannt. Ja, aber ich freue mich drauf, wenn das was wird. So, jetzt will ich mal. Ach, Redstone. Jetzt will ich mal was wegen in Anführungsstrichen Netzwerk sagen. Also, Brains and Bronze Gaming gibt es da so nicht mehr, beziehungsweise bin ich da nicht mehr drin und mich davon auch so ein bisschen jetzt abgewandt, abgeschieden, weil das ja ist mir in letzter Zeit irgendwie ein bisschen komisch. Hey, Alter, wie viel Eisen ist denn hier? Ist das normal bei dem Modpack? Wie lange glüht das Redstone? Egal. Und da haben jetzt quasi die Leute, mit denen ich sowas zu tun hatte, haben wir, Alter, das ganze Eisen haben wir zusammen beschlossen, ja. Hat doch eigentlich so ganz gut geklappt mit uns, hat auch total Spaß gemacht und da waren wir eben echt alle dafür, das auch weiter fortzuführen. Und haben uns gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt. Ich weiß noch gerade gar nicht mehr wann, egal. Und da haben wir uns eben gesagt, ja, lass das machen, aber nicht in Form von einem. Ich brauche Fackeln. Nicht in Form von einem Netzwerkkanal, sondern in Form von. Jeder behält seinen Kanal und quasi, dass wir uns unter den Videos verlinken, so partnermäßig ein gemeinsames Kürzel hinter unsere Kanalnamen schreiben, das kleiner 3 ist, soweit ich weiß. Und ja, eben so in die Abo-Box und viel gemeinsam machen, wie ist das, könnt ihr euch, denke ich mal, vorstellen. So wie Kronk das macht. Deswegen haben wir das auch das Kronk-System genannt. Aber jetzt mal kurz hierzu. Warum ist hier so viel Eisen? Liegt das an dem Modpack oder? Das ist ja ultra. Ich habe einfach 44 Eisen. Das ist überhaupt nicht selten. Also wenn das unten dann mit den Dias auch so ist, na dann Brustmahlzeit. Dann kann man ja ruhig die Dubstep-Gun aus der letzten Folge, die man da mal so kurz gesehen haben, mit gut Munition versorgen, würde ich mal meinen. So, das Scheißding ist auch mal weg. Silizium? Ah, das ist aus Galactic Craft. Das wird, denke ich mal, später noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Galactic Craft, nämlich, dass man so schön ins Weltall kann. Und das wird auf jeden Fall noch eine dicke Rolle spielen in dem Projekt hier. Da freue ich mich auch schon Bombe drauf. Könnt ihr euch, denke ich mal, vorstellen, dass das ganz cool wird. So Kubi auf Weltall-Tournee.
Wir fahren jetzt hier einfach mal so ein paar Erze. Ich wollte eigentlich Fackeln holen, aber das Redstone bleibt auch irgendwie ziemlich lange an, sage ich mal. Braucht man die eigentlich gar nicht. So, hier ist was drin, das kann ich doch nicht abbauen. Bringen wir alles auf eine Ebene, das wird hier quasi irgendwann ein Riesenraum werden, wo man sicherlich auch mal was draus machen können. Aber einfach erstmal hier so ein bisschen meinen. Nö, schadet ja nicht. Gerade Erze und Koppel braucht man. Wobei Erze haben wir bis jetzt noch nicht so wirklich gebraucht, eigentlich überhaupt nicht. Aber Koppelstein braucht man jetzt noch zum Bauen ein bisschen. Ich sehe, das sieht eigentlich ganz stylisch aus, so. Das Dach. Meine ich natürlich. Oh, und hier, ich habe leider kein Dings dabei. Guck mal, Sticks. Fackeln. Leider keine Axt, um jetzt mal hier die Palmen wegzu. Das werde ich mal eben machen. So, Kohle. Halt, Moment, ich pack vielleicht den Ofen mal, wenn ich noch hab. Ja, ne? Ja, Siggi! Ofen gleich mal dahin, wo er später ungefähr auch hin soll, nämlich in die Küche. Und die ist ja... Erstmal hinpflanzen, so. Und mal schön Eisenerz rein. Oh, wir haben auch ganz schön Level, muss ich sagen. Ich frag mich echt woher. Weil wir haben ja bis jetzt eigentlich nicht wirklich was gemacht. Eine Treppe. So. Ja. Dann brauchen wir jetzt hier Tisch. Sticks habe ich anscheinend wieder nicht. Oder doch, müsste ich noch haben. Nee, tatsächlich. Okay, dann machen wir noch was Sticks. Oh fuck. Nämlich so. Und machen mal eine neue Axt. Und draußen die ganzen Bäume weg. Und dann würde ich schon fast dem Spiel wieder zutrauen, dass es schon Nacht ist. Ich trinke kurz was. Ah, ja, geil. Oh, Alter. Sorry. Ja, da ist mir gerade eingefallen bei so einem Moment wie gerade eben, dass wenn ich dann das Intro hab, ich logischerweise auch vor jedes Video Pre-Intro mache, sprich quasi den besten Teil oder den zweitbesten Teil aus dem Video vor das Intro schneiden, dann das Intro und dann kommt das eigentliche Video. Und da macht sich sowas wie gerade eben natürlich ganz gut, wenn man einfach mal so ein bisschen Kotze im Hals hat. Macht dann nämlich die Zuschauer geil drauf, das Video zu gucken. Aber so jetzt mit meinem jetzigen Intro weiß ich nicht. Es ist nicht so spektakulär und da will ich das eigentlich nicht machen. Ich habe es mal kurz gemacht, immer mal ist das Intro irgendwie dabei, aber das ist auch noch nicht so. Ja. Alter, diese... Alter, das Battle Lock, ne? Das geht dann richtig auf die Kette. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was Kokosnüsse können. Ja, genau, dann kommt dann nämlich Pre-Intro davor und Intro und das, denke ich mal, führt, also trägt dann wieder einen Teil dazu bei, dass die Videos so einen kleinen Ticken vielleicht wieder besser werden. Ich arbeite ja generell in ziemlich kleinen Schritten, was die Videoqualität angeht. Ich verbessere da mal was, dann mache ich zum Beispiel jetzt, seit neuestem habe ich ja auch, was heißt seit neuestem, schon seit ein paar Folgen jetzt, das ganze Projekt zum Beispiel schon, oben links einfach ein Kanal, also mein Kanallogo. Das ist auch noch so ein kleines Stückchen Videoqualität eventuell. So Markenkennzeichen. Da bin ich schon ein bisschen früh jetzt oben, scheiße.
Ja. Aber so in kleinen Schritten wird es, denke ich mal, immer besser. Hält jetzt so nicht auf von Folge zu Folge, aber vielleicht, wenn man sich mal mein erstes Video anguckt und mehr oder weniger aktuelles, da dann eventuell schon. Was ist denn hier jetzt an? Ich habe irgendwie die Ebene gerade eingestellt. Ach, wo habe ich denn das gemacht? Scheiße. Okay, dann muss ich gleich mal durchprobieren. Erstmal gute Nacht. Zum Morgen erstmal hier ein bisschen Kaffee. Ja. Yeah. Hier fehlt auch immer noch Glas. Was bin ich für ein Mensch? Bin da voll nein, oh Scheiße, Entschuldigung. Es piept sich einfach raus, es wird jetzt ein Geheimnis bleiben, was ich da gesagt habe, Alter. Ich habe natürlich kein Glas, deswegen gehe ich jetzt noch mal in die Mine. Endlich. Das reicht ja eigentlich schon wieder an Holz, denke ich. Na, wobei. Das Dach wird ja dann noch so ein bisschen stufenartig. Ich weiß nicht, wie viel Holz das dann da noch frisst. Ich weiß es nicht. Und dann gehen wir gleich nochmal in die Höhle, wenn ich hier die Bäume weggemacht habe. Ist jetzt nicht so die spektakuläre Folge, aber es muss auch mal getan werden. Bis jetzt waren die Folgen generell noch nicht mit so viel Action und dies, das verbunden. Aber das ist egal. Ist was, was ich jetzt auch mal mache, ist... Die Kokosnüsse hier gleich weg. Scheiße, Alter. So. Rüberbauen. Ich krieg gleich Krebs hier, ey. So, ja. Und nicht von alleine abfallen, das ist auch so ein bisschen mysterious. Aber da haben wir doch schon wieder ganz gut Holz gesammelt. Und das verstehe ich nicht, warum das hier manchmal einfach reinwächst, ey. Was habe ich denn hier eigentlich aktiviert für eine Kacke? Männchen. Egal, da habe ich gerade die Aufnahme abgebrochen. Aber... Es ist weg. Ist tatsächlich weg. Okay. Also wenn das nochmal ist, einfach Aufnahme abbrechen, merke ich mir. Ah, Mann, ey. Da habe ich gedacht, ja, machen wir eine Folge ohne Unterbrechung und dann unterbreche ich mich quasi selber. Auch geil. Boah, was soll das denn hier mit den reinwachsen? Nee, es ist immer noch da, scheiße. Nochmal. Jetzt F7. Okay. 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 Wir haben hier mal erstmal Redstone überall aktiviert. Hier das wegscheffeln. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge, das mit dem... Sind das Dias? Ja, ich fasse es nicht. Dann ist ja wahrscheinlich hier dieser Better Ore, heißt er so, dieser Mod drauf, wo eben mehr und Fossile. Hey, wie geil, Alter. Ja, der Mod eben, wo mehr Erze spawnen an der Oberfläche und auch selten. Der gleiche, der auch bei Hexe drauf ist. Hey, geil, hier sind Fossile, wie... Was baue ich die ab? Okay, hiermit nicht.
will erstmal hier die Holzhacke noch wegmachen, die ist, muss ja nicht einfach so weggeschmissen werden. Deswegen wundert euch nicht, warum ich hier mit einem Holzhack rumlatsche. Das ist dem nicht, es dauert länger. Aber es sind auch Haltbarkeitspunkte, sag ich mal. Ich bin kein Mensch, der Dinge verschwendet eigentlich. Zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste. Kann sein, dass man das so im Unterbewusstsein macht. Hier erstmal schön symmetrisch. Okay. Ja, war jetzt ultra lustig. Hier braucht ein Koppelstein. Koppelstein. Und hier ist schön der Eisen. Aber ja geil, ey, da sind einfach schon Dias. Das ist vielleicht noch gar nicht mal so krass, dass man für die eine Tapsep-Gun Dias braucht. Ich weiß auch nicht, ob die dann irgendwie mit jedem Schuss was verschwendet. Weil ich habe die schon mal getestet und ja, ist jetzt schwer das zu sagen, aber die schießt quasi. Du aktivierst die und dann schießt die Strahlen eben so. Und der Track spielt. Die Strahlen schießen aber, wenn du einmal drückst. Und deswegen kann es sein, dass du auch quasi nur ein Dia oder ein Munition verschwendest. Okay, wir haben jetzt bestimmt schon über ein Stack Eisen einfach. Können wir uns mal eine Rüstung machen? Mal kurz nochmal hier das Ding anpoppen. Hä? Jetzt geht's nicht raus. Ach, anhauen, okay. Okay, jo. Ich kann wissen, wie es mit der Sonne steht gerade. Aber ich denke mal, die geht bald unter. Ich mache das Holz da hier noch kurz in den Anus. Okay, so ungefähr. Ja, Sonne, Sonne, Sonne. Oh, die steht eigentlich noch ganz gut, ne? Ah, da bauen wir jetzt einfach oder reißen jetzt hier die Holztreppe noch weg. Kurz das Eisen aus dem Ofen nehmen. Mal was nachstecken. Dann bauen wir uns mal kurz noch eine Rüstung. So, Eisen. Und noch ein Höschen. Höschen. so. Ich habe gerade so ein bisschen Kacke wieder im Hals. Ist aber nichts Neues. Ach guck mal, da kriegt man auch gleich wieder ein paar Treppen. Die wir dann fürs Dach verwenden können. Ja geil, ich feier das. So, aber ich würde sagen, hier unten den Steg, den bauen wir dann aus dem rustikalen Holz hier. Soll ja dann nicht alles so zu eichig, holzig sein. Sieht ja dann auch doof aus. Irgendwie alles gleiches. Wobei, es geht. Ich muss mich da konzentrieren. Ich pflanze doch mal ein paar Palmen wieder an. Wenn es so gleich ist und dezent irgendwie was anderes drin, wobei dezent schlecht ist in Minecraft, da der Mod ja auch nicht funktioniert. Voilà. Dann sieht das wiederum eigentlich ganz cool aus. Ich werde erstmal den ganzen Spittel weg. So, und dann brauchen wir Sandstein. Hier haben wir ja noch ein bisschen Sandsteintreppen. Hier können wir noch ein bisschen Sandstein machen. So viel Sand haben wir dann doch nicht, ne? Den Stack lasse ich mal für Glas oder so dann. Na komm, machen wir mal noch eins hier. Also zwei. Ja, eins. So. Ja, das war jetzt dumm. Aber da kommen zum Glück auch die Treppen raus. Eieiei. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe es mir schön verkackt.
Oh je, die reichen auf keinen Fall. Zumindest denke ich das. Ah, na gut, aber an den Rand kommt ja dann eh hier Dings. Cobblestone. Hier? Ja. Genau. Sag mal. Ach, der soll da noch unten. Da geht die Sonne unter. Na gut. Habe ich noch Cobblestone dann für die nächste Folge. Ja, paar, ne? Ja. Alles klar. Ach, dann gucken wir uns Sonnenuntergang wieder zu und dann mache ich hier wieder Pause wie die letzte Folge. Sage ich nur, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.